Ja, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Pokémon Ultimate Ruby. Ja, ich spiele diesen Part jetzt erstmal in der Weihnachtsnacht, beziehungsweise ist es 1.34 Uhr am, ja, mal nachdenken, nach dem 24. kommt der 25. Ja, am 25. Dezember, wuhu, Gott segne Amerika. Und ja, ich habe ja gesagt, letzten Part wollte ich mir ein neues Pokémon fangen, aufgrund dessen, dass ich die HM oder auch HM Fliegen jemanden beibringen wollte. Das war jetzt nicht der Fall, habe ich Glurak beigebracht, denn erst nach der Aufnahme habe ich bemerkt, ich bin so ein Genie, das wird sich bei Glurak lohnen. Ich habe einfach Flügelschlag vergessen lassen und ja, das ist schon richtig so. Ich bin jetzt nach Hause geflogen damit, wie heißt das denn jetzt? Damit, wenn ihr nach Hause geht, also wenn ihr die VM Fliegen habt und nach Hause fliegt, dann erhaltet ihr von der Mutter das Münzamulett. Das habe ich jetzt, glaube ich, Dog gegeben. Und ja, wir wollen weiterkommen im Game. Ich kann euch eins sagen, so lang wird dieses Projekt nicht mehr. Also Ende Januar bin ich damit fertig, spätestens, also hallo. Außer Ultimate Ruby wird jetzt so großartig spektakulär mit noch mehr Veränderungen, glaube ich allerdings nicht. Hier sind ja sowieso nur die Pokémon verändert. Das merke ich ja schon das ganze Spiel über. Ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr. Aber naja. Wir gehen erstmal weiter. So, so, so. Und hier ist einer, der will kämpfen tun. Ja, das ist mal wieder wie so oft in diesem Spiel ein Vogelfänger. War ja auch irgendwie klar oder zu erwarten. Glaube ich jedenfalls. Toller In-Game-Sound. Es hat sich jetzt allerdings bestätigt, das kann ich euch schon mal sagen, es hat sich jetzt allerdings bestätigt, dass ich mir ein neues Headset kaufen werde. Denn dieses hier geht gar nicht, es ist so unbequem, es rutscht mir, oder was heißt, es rutscht mir oft vom Kopf, aber es ist so behindert, dieses Headset. Die Quali ist wirklich scheiße, aber, naja, von euch kamen ja bis jetzt irgendwie immer nur positive Reaktionen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also irgendwie überhaupt nicht, weil mein Mikro da zackt irgendwie, aber mal richtig. Also auf jeden Fall, wann haben die Läden wieder auf? 27. Dezember, dann gibt's Videos mit neuem Headset. Ja, die werden dann eventuell mal besser, weil Baum, würde ich mal sagen. Und Schweibos, will der mich jetzt verarschen oder will er jetzt endlich besiegt sein? Tun. Nein, besiegt werden halt. Also jetzt bist du besiegt. So, Pandiro, den kann ich eigentlich auch mal schnell, wenn sich die Chance bietet, auf 40 leveln. Nein, doch nicht. Ich habe nicht, schon letzten Part einen Tipp bekommen, ich soll Boss trainieren, aber das will ich jetzt auch so aus eigenem Antrieb machen. Denn ich will immer noch einen Sumpex haben. Also Boss, du entwickelst dich, dann hast du alles geschafft, dann brauche ich dich so, also dann brauche ich dich eigentlich gar nicht mehr trainieren, aber doch, doch, nein. Ich muss dich jetzt sogar trainieren, weil ich dich für die nächste Arena brauche. Ja, du wirst wichtig, mein Freund. Wer hat überhaupt den EP-Teiler? Ich bin mir nicht sicher, ob, Moment, ich will mal jetzt was testen. Surfer auf einen Kader. Ja, das dürfte jetzt bewirken, das ist sogar super effektiv. Das wusste ich ja überhaupt nicht, dass es sehr effektiv ist. Ninja Boy, was schickt der deinen Kampf noch? Ein Ninjask. Sehr schön, dann kann ich auch besiegen. Solange der jetzt nicht mit einem, wie heißt das kommt hier, Ninja Tom, ist glaube ich noch alles okay. Ja, denke ich mal. Boss, you serve. Episch. In-game Sound Fail. Und jetzt kommt ein Coughing. Ein Coughing? Was ist das denn? What the hell? Das ist ein Coughing. Also ein Smogon. Das dürfte allerdings auch bei einem Surfer besiegt sein. Also, das ist ja klare Angelegenheit. Hier sogar sehr langweilig. Und ja. Boss entwickelt sich, während er sich entwickelt. Bis gleich. Also nach der Entwicklung. Ich mach kurz meine Heizung an und falls ich das überhaupt hier zustande kriege, Mensch. Scheiße, das war mein Gamepad. Ich glaube, das hat man gehört. Ja, morgens um 1.40 Uhr ist es kalt. So, das Fenster ist jetzt auch zu. Oh Gott, das hört sich bestimmt voll scheiße an im Video. Das könnte, da könnte ich jetzt schon drauf wetten. So, jetzt, what? Boss is evolving. Congratulations, your boss evolved into Swampert. Ja, Boss. Er hat's geschafft. Letzte Entwicklung, genauso wie Pandiro. Und, ich wollte den Bericht gucken. Hallo. Torrent. Ups, Water moves in a pinch. Und, bei Pandiro steht, ups, Fire moves in a pinch. Das sind die Starter-Pokémon-Fähigkeiten.
In Not verstärken sich dann Feuer, Wasser- oder Feuerattacken oder auch Pflanzenattacken bei zum Beispiel Bisaflor oder Gewaldro oder was weiß ich. Ja, unser Sumpex, unser Boss, ist auf Angriff ausgelegt. Er hat 97 Angriff. Wow, das ist ganz schön viel. Und, ja, er hat 130 KP jetzt. Damit von den KP her das stärkste Pokémon, von Angriff glaube ich auch. Nee, Boss hat doch schon mehr. Wow, wow, wow. Ja, ich kann mir mal die Items angucken, die sie haben. Stimmt. Welche Items haben die denn? Wer hat den EP-Teiler überhaupt? Boss hat noch den EP-Teiler. Sehr schön. Doc brauche ich auch für die nächste Arena, also lieber Doc trainieren. Pandiro ist wirklich, also der ist eigentlich wirklich überhaupt nicht wichtig. Wenn, dann könnte ich noch ein Kampf-Pokémon gebrauchen, denn die nächste Arena ist Psycho-Arena. Ja, ja, und da hat Doc natürlich Biss, was ich sehr, sehr schön und gut finde. Aber die Arena-Leiter haben auch, Lunastein, also die haben Lunastein und Sonnenfehl, das weiß ich, und dann haben die, ich weiß nicht, wie es in der Version ist, also in Smaragd hatten die dann, glaube ich, noch Xatu und dieses andere richtig miese Pokémon, das ist eigentlich richtig kacke, aber das kann man leicht besiegen. Die Entwicklung von Pupanze, Lepumentas, genau, das wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Und ja, unser Dings geht daneben, unser Body Slam Check Oberaffen-Dingenskirchen. Unser Ram Attack, wo wir uns selber bei verletzen. Fuck. Boss hat nur noch 26 KP. Sehr schön. Sehr, sehr nicht schön. Scheiße. Ja, ich will Boss ja jetzt eigentlich mal so nicht heilen. Schon alleine, weil mir die Items dazu fehlen. Ich habe 7-mal Trank. Geil. Dann kann ich ja jetzt erstmal Trank einsetzen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. So, wir haben ihn endlich geheilt. Da kann es ja jetzt auch weitergehen hier. Mit der hier. Dann können wir ja jetzt auch mal weitermachen mit dem Spiel. Das war jetzt ja ziemlich, ziemlich langweilig. Ja, dann werden wir jetzt wohl kämpfen gegen Peter Pan. Ey, du hast grüne Haare. Wir hatten heutzutage grüne Haare. Scheiße. Sag mal, hallo. Milotic, ey, wie? Was? Warum Milotic? Warum? Also. Oh, nee, warum? Ich versuch's mal mit Bite. Und ja, wir werden mit Hydropumpe angegriffen, ist klar, hätte uns aber auch nicht sehr viel gezogen. Aber Hydropumpe, ja, sag mal. Hallo? Tick Milo tickt noch ganz richtig. Und noch eine Hydropumpe, die allerdings wieder daneben geht. Jetzt lach ich ihn aus, aber jetzt kann Milo tick und der Trainer da, ach so, es waren ja. Sind ja beides weibliche Personen. Ja, jetzt können die mich sogar auslachen. Und wieso zieht eine Hydropumpe so viel? Boss, verabschiede dich von den lieben Zuschauern, denn du wirst dich selbst besiegen. Tschüss. Nicht. Aber Hydropumpe trifft. Milotic hat noch ein AP auf Hydropumpe. Was für ein Scheiß-Pokémon. Ich glaube, Doc wird bis zur Arena oder bis zur Arena-Leiter auch irgendwie so Level 45, 46, weiß ich nicht. Und ich habe ganz vergessen, das wollte ich diesem Partner mal sagen. Entschuldigung für all die Unsinn, Asynchronität und mit dem Ingame-Sound am Ende. Ja, das war wirklich scheiße. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen oder ich kann es auch nicht verstehen. Habe jetzt einen neuen PC zu meinem Computer bekommen. Ja, wo lebt der denn, ey? Also ich habe einen neuen PC zu meinem Geburtstag bekommen und ich hatte Pokémon beim letzten Mal einfach richtig Vollbild, also maximale Bildschirmauflösung, einfach maximal, und da war es dann am Ende unsynchron. Das kann ich nicht verstehen. Jetzt habe ich fast maximal. Und da ist auch nicht wirklich ein Unterschied, weil es immer noch weil es erstens Pokémon ist und zweitens mit fast derselben Quali aufgenommen wird, also mit derselben Quali aufgenommen wird. Und nachher im HD-Rendern ist dann da kein Unterschied. Aber es ist nicht asynchron. Wenn ich jetzt so richtig Vollbild mache, dann ist es asynchron. Aber warum? Nur mal zur Info, ich habe einen Intel Core i5 Dual Core Prozessor. Mit 3,2 GHz, 3,2 ist eigentlich ganz okay. Nur meine Grafikkarte, ja, die ist halt jetzt nicht so gut. Ne? Was war das denn? Eine ATI Radeon HD 5770. Und ich habe auch nur, in Anführungsstrichen, nur 4 GB RAM. Ja, okay, RAM und Grafikkarte ist jetzt nicht so der Knaller, aber 3,2 GHz und Intel Core i5. Hallo,
ich kenne i3-Prozessoren mit, ich weiß nicht, also mein alter PC ging, na okay, nee, mein alter PC ging nicht auf, der ging nicht bei Pokémon, mein alter PC. Da hatte ich Camtasia gestartet, gleich, zack, 100 CPU-Auslastung. Warum rede ich eigentlich über die Vergangenheit? Die war scheiße. Meine Vergangenheit war so bitter und hart. Doch, ich habe mich durchgekämpft und jetzt habe ich was erreicht. Muhaha. Ey, ja, wie lange nehme ich denn jetzt hier eigentlich auf jetzt? Sag mal, hallo? Ey, bestimmt noch nicht so lange, weil ich habe noch nicht so viel gemacht. Nö. Nö, komm, wir können noch 4-5 Minuten. Ich habe keinen Plan. Ich halte mich jetzt einfach an meiner PC-Uhr fest, die sagt 1:44 Uhr. Ja gut, ich glaube, ich nehme jetzt 10 Minuten auf, weil ich glaube, ich habe bei 1:35 Uhr oder so angefangen. Kann sein. Ja. Regen fällt. Und zum Glück ist Regen nicht so wie Hagel und Co. Wir werden also nicht vom Regen getroffen. Und ich riskiere einfach mal alles. Also, ja, okay, jetzt, das ist schlecht. Doc ist geflincht. Ja, doch, einmal versuche ich es halt noch mit Stärke. Ich wollte jetzt schon sagen Stärke. Ey, wo habe ich das Wort denn her? Stärke. Das ist ja mal... Oh, fuck, ey. Was ist das denn für ein Wort? Ich glaube, es geht los. Ja. Zwei Tränke habe ich noch, die ich einsetzen kann auf Dog. Ja, denn, Prost, Mahlzeit, Halleluja. Dann zieh dir mal so einen Trank da rein. So, gut. Ja, der wurde jetzt ein bisschen geheilt. Und wie, was Unsichtbares. Ih, das ist ja mal ekelhaft. Geh weg. Someone, something, ach. Ihr habt ja schon gesehen, was da eben stand. Irgendwas Unsichtbares hat uns angegriffen. Oh mein Gott, es sei Kecleon. Wer hätte das bloß gedacht? Kecleon. Kecleon. Hallo, Kecleon. Ich bin Kecleon. Ja. Kecleon, darf ich dich denn mal so besiegen tun? Ja, meine Damen und Herren, das wäre jetzt so in meiner Absicht. Ja, also, das war jetzt irgendwie ziemlich scheiße, ja. Was soll ich denn jetzt tun, ja? Also Stärke, ja. Ach, fuck, mein Headset ist mir schon wieder runtergerutscht. Ich glaube, das hört man in meinem Video. Das ist ziemlich low. Das ist ziemlich scheiße von mir. Ich weiß das. Und, Leute, ich sag euch eins, Alter, es, also von, meiner Stimme her, also jetzt nicht von den Audiokommentaren, die bleiben so low, ja, aber von meiner Stimme her, von meinem Audio her, wenn ich mein neues Headset habe, ja, dann werden die Let's Plays so hammer, so geil, oh, Eigenlob stinkt so, ich weiß das. Ach ja, ich, Oller Kartenloop, hab dann wenigstens ein gutes Headset und es wird reichen, es wird bis zum Ende von 2011 reichen, es wird, oh, das, ich weiß es einfach und ich hab das sogar schon bei einem anderen Let's Player gesehen, dieses Headset ist einfach göttlich. Ich kann mich so laut aufnehmen, aber die Quali ist bestens und man hört mich nicht so ins Headset hauchen, atmen, beziehungsweise inhalieren, wie jetzt bei dem Headset. Bei dem Headset ist es echt schlimm, ich merke das immer. Weil das Mikro einfach so am, ne? Weiß ich nicht. Das Mikro ist einfach scheiße gemacht und, ich versuche das schon so weit weg vom Mund zu haben, wie es geht, aber irgendwie ist das, ne, irgendwie geht das nicht. Ja, Lombrero, was hast du denn hier zu sagen? Ich glaube, ich habe noch nicht einen Kommentar über das Spiel gemacht. Warum auch? Also, wieso? Es ist doch, beziehungsweise ist doch jetzt hier erster Feiertag von, Heilig-Totentanz oder so. Ach ja, Heiligabend heißt das ja. Weihnachten und so, ne? Ja, ja, Weihnachten, das war schön. Das war schön, das war noch vor einer Stunde, das war schön. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin hier einmal rumgegangen. Hier war ein Item, ja, hier. Ja, dann finden wir Nugget und ausnahmsweise ist der, Beutel mal nicht voll. Ausnahmsweise ist der Sack mal nicht voll. Das war nicht lustig. Warum sag ich sowas? Es war nicht lustig. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das reicht jetzt irgendwie hier gleich mal für diesen Part. Ich könnte wetten, der hört sich vom Audio her jetzt wieder so ziemlich scheiße an. Ach komm, den Nerd bashen wir noch. Bashen wir den Nerd noch? Nö. Keine Lust. Ja, ich werde jetzt speichern, wir sehen uns das nächste Mal hier und ich sag tschüss, das war's von mir. Haut rein, ne? Wo kann ich die Aufnahme denn jetzt hier überhaupt mal beenden? Ach so, da. Ciao.